Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist bei der letzten Putzshow. In diesem Jahr. Natürlich, als ob ich aufhören würde. Quatsch. Nein, was soll ich sonst nächste Woche Donnerstag machen? Da ist Urlaub. Dann auch, aber nächstes Jahr. Ich bin die Katrin und ich freue mich, dass du da bist. Hallo an alle da draußen in den Chat und schreib mir gerne auch in die Kommentare, wie hast du mich eigentlich gefunden? Weil ich habe jetzt die Tage wieder mit einer neuen Kundin telefoniert und anhand der Produkte konnte ich ihr sagen, welches Video sie angeguckt hat. War sehr lustig. Aber was ist denn dein Suchbegriff gewesen? Warum bist du bei dieser Putzshow gelandet? Das würde mich mal interessieren. Schreib das gerne mir mal. Und wenn du die Putzshow magst und mich gerne weiterempfiehlst, dann supporte mich mit einem Daumen hoch, denn dann werden die Videos auch anderen vorgeschlagen. Vielen lieben Dank dafür. Die Putzshow ist für die alten Hasen, die, und ich weiß, wir haben auch heute Profis hier im Chat dabei, siehst du gleich an den Fotos, die also schon länger mit den Produkten mit Gemaco putzen. Aber es ist genauso interessant für dich, als der gerade damit anfängt, weil ich immer wieder auch auf die Produkte eingehe, wo die überall zum Einsatz kommen und wie du am besten 50% der Putzzeit sparst. Es steht hier, Putzen macht Spaß, hat es aber nicht immer bei mir, erst seit ich die Produkte kennengelernt habe, denn es geht einfach viel schneller. Und das ist meine Motivation heute an dich, schieb nicht alles vor dir her. Ich kann das richtig gut, wenn es um Bürosachen geht. Aber dann, ich habe gestern meine Küchenfronten geputzt. Auch so etwas, wo du denkst, oh Gott, mach schon andermal. Nee, heute nicht, habe ich keine Zeit. Und siehe da, das sind 2 Schubladen und 3, sind das 80er Schränke? Ja, ne? 60er Schränke und das sind 90er. 290er, das ist doch, die Spülmaschine ist ein 60er. Ich meine ja. Na, was hat eine Spülmaschine? Eine 80. Das ist 60 hier. Egal. Also 380er. Naja, ist ja auch schon was länger her, dass wir die geplant haben, die Küche. Habe ich in unter 4 Minuten geputzt. Mit Reiniger, feucht hinterher und nochmal trocken. Also bitte nicht immer vor dich herschieben. So, wer ist noch dazu gekommen? Jo, Gabi, genau. Das haben wir fast gedacht. Also wir hören hier unten dafür die ganze Zeit tatütata, denn die Feuerwehr ist keine 500 Meter von uns entfernt. Was schreibt Pascal? Dass er Gemaco in die YouTube-Suche eingegeben hat. Ach. Und du warst die Sympathischste. Dankeschön. Wir haben heute Besuch hier, also nicht wir, sondern unser Sohnemann. Und eben wird er gebracht und er war nicht, aber der war noch nie hier. Und die Mutter so, ich kenne deinen, oh, ich kenne, woher kenne ich sie? Woher kenne ich sie? Und ich so, Karneval? Nee. Ich sage, ich bin viel bei YouTube unterwegs. Ich meine, das muss man ja jetzt auch reinbringen. Vielleicht hat sie mich auch irgendwo mal gesehen. Wir werden es noch in Erfahrung bringen. Ja, aber das ist ja lustig. Und, ja, der rheinische Schnitz. Richtig, richtig. Das mache ich. Kommen wir jetzt mal zu euren Fotos der Woche. Fragen waren jetzt keine da. Und ich finde das schön. Ich habe ein bisschen runtergefahren und ich merke das auch bei euch, kommen nicht mehr so viele Fragen. Das ist auch gut so. Wollen wir uns jetzt mal aufs Geschenke einpacken, um dann es wieder auszupacken, konzentrieren und das Putzen mal ein bisschen sein lassen. Habe ich eben wieder bei einer Kollegin im Status gelesen, am 24. kommt das Christkind, nicht das Gesundheitsamt. So sieht's aus. Erstes Foto kommt von der Christine. Jetzt sagst du dir, Moment, das Foto hatte ich schon. Richtig, letzte Woche. Denn da siehst du so ein paar Fleckchen drauf. Und, tada, sauber. Da oben in der Ecke, machen wir mal ein bisschen näher ran. Dankeschön. Ach, deswegen hast du die Fotos verschoben. Ah, sehr gut. Sie hat mir dann geschrieben, das Paket ist in der Zwischenzeit angekommen. Gereinigt mit unserem Polsterset. Genau, Polsterset, aber halt auch für Teppiche geeignet. Und dann, wie hat es geschrieben? Schnell noch gemacht, als alle aus dem Haus waren, dann kann es jetzt trocknen, bis heute Abend, bis alle wieder da sind. Also, schöner großer Teppich im Kinderzimmer
unverkennbar mit dem Kinderstühlchen im Hintergrund. Vielen Dank, Christine, für das Foto. Nächstes. Ja, Michael, ich finde, auch so mit der Tiefe ist mit dem iPhone, glaube ich, gemacht worden. Unterstelle ich einfach mal. Obwohl, hier, meine Freundin hat jetzt das neue hier. Das hat super Auflösung. Ich liebe dieses Foto. Warum? Weil vorne mein Aufkleber auf der Flasche steht. Und dieses Grün wiederholt sich auch so schön. Vielen lieben Dank. Ich finde das auch, und das ist einer der Profis. Michael, ich kenne dich nicht persönlich, aber ich sag mal, du bist ein Profi, wenn du von dir aus schon den Kalkex benutzt, um die Tücher zu entkalken. Chapeau. Warum tut er das? Ich erkläre es dir. Da, wo viel Kalk im Wasser ist, das ist von Gemeinde, Stadt, Bundesland unterschiedlich. Kann man googeln, wie hart ist unser Wasser. Meistens merkt man es aber auch schon, wenn man da wohnt. Man hat immer sehr schnell Kalkränder in der Toilette überall. Und nach dem Waschen bleibt halt auch Restkalk nach und nach in den Tüchern. Und dann werden die schwerer, die ziehen sich ein bisschen zusammen, die saugen auch nicht mehr so gut. Und dann ist es spätestens an der Zeit, die Tücher zu entkalken. Also genauso wie man sich vorstellt, hier so Perlatoren vom Wasserhahn in eine Schüssel mit Kalkex zu entkalken, kann man dann auch die Tücher reinlegen. Vielen Dank für das geile Foto und nochmal für den Hinweis an alle, Kalkex plus zulegen und Tücher entkalken. Dankeschön. Nächstes. Ja, das ist von der Melanie. Ich glaube nicht, dass sie damit rechnet, dass ich das zeige. Das ist unser Gästehandtuch. War im Adventskalender, den ja einige von euch immer noch fleißig am Auspacken seid und freut euch auf den 24. die einen bekommen haben. Darf ich das verraten? Nein. Nein, nicht was drin ist, aber grundsätzlich. Es ist was drin, was es so bisher noch nicht zu kaufen gibt. Und auch zukünftig nur bei mir, bei uns. Also freut euch drauf. Also das war das Gästehandtuch und da kam ganz oft die Frage, was ist das eigentlich? Gibt es aktuell noch im Küchenset im Angebot, zusammen mit unserer Küchenseife? Und ich finde dieses Foto so schön, weil man sieht noch die grüne Faser im Hintergrund, das Profituch, also das Küchenseifenset. Da sind sogar zwei, gehen wir mal auf die andere Kamera. Gucke mal. Im Küchenseifenset sind zwei Handtücher dabei mit der Küchenseife, weil es gibt ja auch Haushalte, die haben ein Geschirrtuch und ein Handtuch da hängen für die Hände. Ja, also ich meine sogar Christine mit dem Teppich, die hat das für ihre Kinder extra immer noch ein Handtuch da hängen für die Hände. Und das wird auch gerne für den Sport genommen, weil man das schön überall aufhängen kann. Danke, Melanie, für das Foto, aber sie hätte mir das geschickt, um zu wissen, gibt es das auch in andere Farben? Nein. Okay, weiter geht's. Noch ein Foto, wir haben noch zwei von der Uli. Uli hat nämlich das Gesichtspflegepad ausprobiert mit den Worten, ich schminke mich nicht, benutze keine Creme. So sieht es vorher aus. Also im Endeffekt, so wie sie abends, wie sie eigentlich morgens oder abends benutzt, das, ich glaube abends wahrscheinlich, ne? Also was sich so im Laufe des Tages so im Gesicht leider anhaftet, vorher, nachher. Da sieht man schon so leichte dunkle Verfärbungen. Das funktioniert einfach säubern mit den Gesichtspflegepads. Gibt es eine schöne Putzshow von vor 4-5 Wochen? Du bist schön. Da habe ich den Unterschied erklärt zwischen den Gesichtspflegepads und den Abschminkpads. Das hier nervt mich hier im Ohr. Das funktioniert heute nicht so gut. Das waren, oder? Ja, ne? Fotos der Woche. Vielen Dank euch. Der Michael hat geschrieben, er hat nicht sehr hartes Wasser, aber nach 3 Jahren wurde es... Ja. Das merkst du auch. Die Tücher fühlen sich anders an. Wenn man dann ein neues daneben legt, dann sieht man auch den größten Unterschied. Und gerade da, wo hartes Wasser ist. Ich suche mal ein Foto von der Kollegin, die hat mal ein Tuch bekommen. Hat die Kundin gesagt, das ist nicht mehr schön. Das konnte stehen. Das Tuch. So hart war das. Also damit würde ich auch nicht mehr putzen. Mal gucken, ob ich es kriege. Okay.
So, habe ich einen Witz gemacht? Möglich. Ja, möglich. Ne? Ich bin ja so eine Lustige. Ich mache die hier am laufenden Band. Heute gehört, wie nennt man einen kleinen Kerl mit einer roten Nase hinter der Theke im Einkaufsladen? Kassenclown. Der ist total flach. Da müsst ihr jetzt auch nicht drüber lachen. Der war von der... Ja, ganz flach. Gut, kommen wir jetzt aber zum Video. Der Kronleuchter. Gabi wird mir jetzt hoffentlich applaudieren. Endlich. Ich werde mal, wenn ich Zeit finde, mal gucken, wann ich das erste Mal unseren Kronleuchter in dieser Putzshow erwähnt habe. Wir haben den seit 14 Jahren. Ich weiß, wie man den reinigt. Und ich weiß auch, dass ich ungefähr eine gute Dreiviertelstunde dafür brauche. Nicht fürs Putzen, sondern für diese Steine abzumachen und danach wieder dran zu piddeln. Das ist das, was so auffällt. Nicht das Putzen. Und deswegen habe ich diese Aufgabe super lange vor mir hergeschoben. Aber das Jahr war so geil, dass ich gesagt habe, wenn ich das jetzt noch säubere und wir Weihnachten auch nicht so ein gedämpftes Licht haben durch den Staub in den Glasschalen, dann machst du das jetzt noch. Und deswegen habe ich auch die Sendung Die Krönung genannt, weil der Kronleuchter für mich die absolute Krönung ist, dass der jetzt auch sauber ist. Ich zeige dir mal, wie der aussah. Schau mal hier. Guck mal. Ja, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Leicht verstaubt. Das ist Silber und das ist Glas, durchsichtig. Um die zu lösen, erstmal Licht ausmachen. Dann kann ich die Birnen lösen und diese Schalen komplett abnehmen. Das geht ja noch, aber jetzt jedes Stein einzeln darunter. Guck mal, wie das aussieht. Das war übrigens Konfetti. Um die zu schützen, habe ich ein altes Handtuch in die Spüle gelegt und dann die Glasschalen da drauf gelegt mit dem Kraftreiniger und dem kleinen Duopet Mini. Ich benutze es ja als Schwamm und danach alles schön trocken gemacht. Gucke mal, kann man sogar wieder durchgucken. Dann habe ich auch das Duopet genommen, um das ganze Gestänge zu reinigen. Ja, da kam einiges runter. Bin nachher nochmal mit einem Lappen hinterher und natürlich auch trocken gemacht. Dann ging es wieder ans Zusammenbauen. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Letztes Steinchen dran. Da sind ein paar. Licht. Achtung. Ach, das war geil. Da habe ich schon Glücksgefühle gehabt. Guck mal hier, wie schön das aussieht. Yo. Es ist so schön. Ich habe mich eben beim Abendessen dabei ertappt, dass ich die ganze Zeit nach oben gucke. Denke, wie schön ist das denn? Dirk lacht im Hintergrund, weil... Der Tim möchte wissen, wer das Video gemacht hat. Ich? Ich war's. Ach so, nein. Es gab Momente, da hat... aus der Familie wurde mir geholfen. Professionell durch professionelle Anleitung. Ja, wer ein guter Schüler ist nur dann gut, wenn der Lehrer gut ist. So sieht's aus. Liebchen, das ist geil. Die haben Anleitung nicht zu lachen jetzt, ne? So. Ist so lustig, ist so lustig. Und stört mich überhaupt nicht. Wir gehen jetzt mal hier auf die Kamera, damit ich dir mal zeige, mit welchen Produkten ich gereinigt habe. Und auch das, ich habe auch die Tage eine Kundin gehabt, ich habe schon ganz viel. Und dann kam die Frage, ach, es gibt auch einen Intensivreiniger. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, okay, du glaubst, dass du schon viel hast, weil der Intensivreiniger ist eigentlich so das zweite, dritte Produkt, was man kauft. Und zu wenig Putzshows geguckt, so sieht es aus. Erstes Produkt, ohne das ging es nicht, ist das Duopet Mini. Du kennst garantiert die grüne Faser, wenn du von Gemacco schon mal gehört hast, grüner Handschuh, da kommt was. So sieht's aus und dank dieser eng gewebte Faser löst sie halt die Verschmutzung und unsere Glasschalen haben ja so, wie sagt man denn, Rillenvertiefungen, Muster, Gravuren, Unebenheiten halt. Und da kommt die grüne Faser halt wunderbar rein. Das ist mein Spülschwamm. Symmetrische Unebenheit. Oh. Also, Nummer 1. Weiter geht's. Reiniger. Mensch, Katrin, das ist doch eigentlich ein Küchenreiniger. Nee, unser Kraftreiniger ist ein Allzweckreiniger.
Und wir reden ja hier, wir haben ja Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, alles offen. Das heißt, natürlich hingen da auch Fett mit drinnen und ganz viel Staub, hast du ja gesehen. Und das löse ich halt wunderbar mit dem Kraftreiniger in das Spülbecken. Wie viele Liter waren da drin? 5 Liter. Habe ich gleich 5, 6 Mal reingesprüht. Reicht. Reicht. Löst. Hält. Damit du halt auch wenig dosierst, immer wenn du einen Reiniger einzeln bestellst, denk bitte an die Sprühpumpe. Die 2,90 Euro, bitte nimm sie in die Hand, investiere da drin, weil du nimmst aus so einer Flasche sonst viel mehr, zahlst du im Endeffekt drauf, weil du viel zu viel Reiniger nimmst. Hiermit nimmst du weniger, hast du länger was von der Flasche. Amortisiert sich also. Was ihr jetzt im Video nicht gesehen habt, ich habe also zwischendurch auch nochmal mit einem Profituch nachgewischt. Einfach da, wo ich vielleicht doch ein bisschen zu viel Reiniger hatte, ist das Kleine. So. Und dann, ganz wichtig, nachtrocknen. Und ich liebe ja unsere Geschirrhandtücher. Wenn du noch Baumwolle zu Hause hast, ist das okay. Man darf ja zu jeder Zeit umstellen. Das ist übrigens die Farbe, mit der ich im Video geputzt habe. Grau, das ist meine aus der Küche, das ist Taub und die gibt es im Moment noch im Angebot. Da wird man süchtig nach. Du glaubst gar nicht, wie oft du ein Geschirrtuch in die Hand nimmst. Schön groß, da kriegst du so viel mit abgetrocknet, bis das mal richtig nass ist, dauert. Noch Kommentare? Ja. Ja. Eine sehr hilfsbereite Familie hast du. Ja, das ist richtig. Die werden ja alle eingespannt. Dafür gibt es lecker Essen. Das war's. Das waren die Produkte, richtig? Wir haben keine mehr. Wunderbar. Aber eine Sache haben wir noch, die will ich noch gerne aufklären. Dann gehen wir nochmal auf die andere Kamera. Entschuldigung. Denn vor einiger Zeit hat die Annema hier ein Foto geschickt und gefragt, Katrin, warum ist eigentlich bei der gelben Faser das Schildchen hier außen, aber bei Tüchern nach innen genäht? Wer war es gewesen? Pascal, der geantwortet hat? Ja. Pascal, 100 Gummipunkte. Letzte Woche, vor 2 Wochen in Rede, habe ich die Frage gestellt. Und es ist tatsächlich so, die gelbe Faser, es gibt noch einige anderen, die für empfindliche Oberflächen sind, wird das Schildchen nach außen genäht, damit das nicht auf der Oberfläche kratzen könnte. Wahnsinn. Das war Pascals Antwort und es ist richtig. Komm, mal einen Applaus. Komm, mal einen Applaus. Mach mal einen Applaus. Komm. Ja. Wurde zwar, eine hat mit den Augen gerollt. Wie kann man denn so eine Frage stellen? Finde ich super. Ich finde überhaupt, das heißt nicht nur, dass meine Kundin sich die Frage gestellt hat, Cimaco hat sich die Frage auch gestellt. Wie können wir es vermeiden, dass auf empfindliche Oberflächen etwas passiert, weil das Schildchen muss da dran. Die Waschanleitung und die Beschaffenheit, also aus was das besteht, muss drauf. Das ist Pflicht in Deutschland. Aber es dann so zu nähen, dass es nach außen kippt, finde ich super. Noch irgendwas? Ja, ist das Öko, weil da Eco Plus draufsteht? Es gibt Öko und es gibt Eco Plus. Eco Plus ist das Label von Cimaco, was da bedeutet, niedrige Dosierung und schon die Umwelt, geringe Auswirkungen auf Wasserorganismen und die Vermeidung bestimmter Inhaltsstoffe zum Schutz der Umwelt. Richtig, ich würde es jetzt trotzdem nicht trinken, aber das sollte man Reiniger grundsätzlich nicht. Aber ja, die sind gut für den Abfluss, sage ich immer. Wir haben sogar Reiniger, die dürfen in den Haushalten genutzt werden, die eine eigene Kläranlage haben. Habe ja auch eine Kundin. Haben wir uns auch schon schlau gemacht. Das war's! Ich bin durch und ihr dürft jetzt gerne schon anfangen, in den Chat zu schreiben. Alles Gute fürs neue Jahr, Katrin, denn der Chat ist mal ein bisschen versetzt, damit ich das auch sehe. Ich fange jetzt langsam an, mich bei euch zu verabschieden. Bitte, nee, immer noch nicht. Der Dirk winkt noch. Tannenbaum. Tannenbaum? Tannenbaum! Schicken! Habe ich hier stehen. 2 Sachen habe ich noch. Entschuldigung. So, ich spule zurück. Wir machen noch keine Verabschiedung. Wir starten in das neue Jahr zum Beispiel auch mit der Katja, die eine neue Stammkundin geworden ist. Alle für die,
du dir das hier anguckst und schon 2-3 Mal bestellt hast oder vielleicht sogar mich schon mal weiterempfohlen hast und gesagt hast, ja, ist kein Problem, wenn ich das nächste Mal bei der Katrin bestelle, bestelle ich dir das mit. Informier dich gerne bei mir, was das Stammkundenprogramm ist oder schau dir, es gibt 2 Videos dazu, auch in der Playlist, da sparst du Geld mit. Das ist so. Das ist wie so ein Stammkundenprogramm. Was ist das Stammkundenprogramm? Ein Programm für Stammkunden. Die öfter bestellen. Ja, für sich selber oder für andere mit. Mach dich da gerne schlau. Also Katja ist jetzt mit an Bord. Ich freue mich. Katja kennt es. Pascal ja auch, nur nicht bei mir. Michelle ja auch, nur nicht bei mir. Alles gut, ich mache nur Spaß. 11.01. ist meine nächste Sendung im neuen Jahr. Du kommst mit, bist dabei? Wie? Ja, 11.01. bei der Sendung, ja. Und ich fahre nach Rede. Das ist im Moment der Plan. Wenn ich noch Anmeldungen bekomme, dann auf jeden Fall. Das heißt, es gibt eine Betriebsbesichtigung in Rede. Ich lade dich gerne ein. Schreib mir dazu bitte, dann bekommst du mehr Infos. Es ist ein Donnerstag, also da bitte frei nehmen. Und wir bleiben bei dem... Wie lange geht die Aktion noch? 9.01. 9. Januar geht die Aktion noch und die Stammkunden kriegen noch vorher Bescheid. Und dann habe ich noch eine schöne Zahl, 7. Denn ich habe bereits 7 Vorbestellungen für Adventskalender für 2024. Woo! Geil! Letzte Woche waren es noch 3 oder so, jetzt sind noch mal welche dazugekommen. Das freut mich natürlich ungemein, spornt mich auch schon an, im März anzufangen zu stempeln. Muss ich ja dann. Jetzt habe ich aber alles. Das meintest du mit Tannenbaum, ne? Also wenn du auch gerne auf die Warteliste möchtest für den Adventskalender 2024, dann schreib mir, schick mir einfach einen Tannenbaum. Dirk blendet auch gerne nochmal die WhatsApp-Nummer ein, aber ist gerade ein bisschen abgelenkt, weil er nochmal auf den Chat rüber schielt. Ja, wir haben schon Tannenbäume, aber die sind nicht als Bestellung gemeint. Ey, komm! Das wäre dann der 3. So, und einen guten Rutsch. Vielen lieben Dank. Verlass uns nicht. Habe ich nicht vor, Pascal. Nein. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, das ist die letzte Show, aber nur in diesem Jahr. Nein, ich habe da Spaß dran. Ihr merkt das, ich bin ja gerne mit der Kamera unterwegs. Warte, Achtung. Und wir wechseln nochmal auf die andere. Deswegen bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder da. Ich mache heute mal hier die Verabschiedung, weil die Kamera ist so ein bisschen unser Stiefkind. 11. Januar ist die nächste Putzshow. Ich bedanke mich bei dir für diese wahnsinns geile Zeit. Wir machen das jetzt seit März 2020. Angefangen mit gefühlten 3 Zuschauern und unsere Community ist so gewachsen, unter anderem dank dir. Vielen lieben Dank. Und bevor jetzt ein Tränchen kommt, bin ich raus hier. Dirk sagt auch nochmal Tschüss. Tschüss. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Im neuen Jahr. Bleibt bitte gesund, habt weiterhin viel, viel Spaß beim Putzen und wir sehen uns im neuen Jahr in 2024. Alles Gute. Tschüss, die Katrin.